Hallo. Ich möchte euch jetzt erklären, wie wichtig es ist, bei unterschiedlichen Küchenmaschinen unterschiedlich zu kneten und nicht immer dasselbe zu benutzen. Denn jede Maschine hat ein eigenes Motorwerk, jede Maschine knetet anders. Ich habe jetzt hier eine Kenwood stehen, mit der arbeite ich persönlich. Die hat hier beim Kneten mittlere Stufe und 5 Minuten Knetzeit, der Teig wird top. Wenn ich jetzt eine KitchenAid nehme als Beispiel, knete ich nur maximal Stufe 2 und dann auch nur 2 bis 3 Minuten und habe einen idealen Teig. Wenn ich dort 5 Minuten kneten würde, wäre der Teig schon zu weich und zu klebrig. Dasselbe gilt bei der Bosch Mumm 5 oder Bosch Mumm allgemein. Dort knete ich auch nur 2 bis 2,5 Minuten, auch nur auf Stufe 2. Und ein anderer Spezialfall ist der Handrührer. Dort wird nur auch Stufe 2 genommen, aber eben nur so lange geknetet, bis der Teig entsprechend homogen und leicht klebrig ist nur. Wenn man länger knetet, wird der Teig auch instabil. Und dann haben wir noch den Thermomix, den sehr viele benutzen. Der hat eine Knetstufe. Dort knetet man auch nur maximal 2 bis 3 Minuten. Und der Teig ist dann fertig. Alles, was länger geht, macht den Teig dann instabil und sehr, sehr klebrig.